zusammen. Heute hat mich Andrea von den Müsli-Frauen gefragt, du, gibt es eigentlich ein Video, wo der Sam zeigt, was er überhaupt so alles macht? Wer er alles ist? Nein, so ein Video gibt es noch nicht oder hat es noch nicht gegeben. Jetzt gibt es. Ich bin ein Clown, der singen und tanzen tut, aber nichts perfekt kann. Ich bin kein Musiker, ich bin kein Schauspieler. Ich bin einfach mich und mache Sachen, die mir Spass machen, auch wenn ich es nicht perfekt kann. Zum Beispiel, wenn es kein Corona gibt und ich live Konzerte mache, sieht es etwa so aus. Okay. Also das erste Lied heisst Cheeky Monkey. Ja. I'm a Cheeky Monkey, you're a Cheeky Monkey, we're all Cheeky Monkeys. Jump, jump. I'm a Cheeky Monkey, you're a Cheeky Monkey, we're all Cheeky Monkeys. Jump, jump. Cheeky Monkey, we're all Cheeky Monkeys. Jump, jump. Manchmal bin ich nicht bache, du mich trotzdem neu entbache. Tag für Tag, los zu, was ist da, wenn ich war, was ich war. Komm, komm, I'm a cheeky monkey, you're a cheeky monkey, we're all cheeky monkeys. Jump, jump, I'm a cheeky monkey, you're a cheeky monkey, we're all cheeky monkeys. Jump, jump, cheeky monkey, we're all cheeky monkeys. Jump, jump, ich bin ein Affe, du bist ein Affe, wir sind alles. Oh ja, so schön mit euch. Mein Name ist Sam Smiler. Und ich heiße Sam Smiler, weil ich so gern lache. Dürft ihr auch gerne lachen? Sag mal, das große, wer kann das größte Lachen zeigen? Wer hat das größte Lachen? Ah ja, ja, super. Kann jemand von euch Englisch? Ja. Aber nicht? Ist gut. Das ist genau für dich ist die Show heute. Weil am Schluss des Tages kannst du ein bisschen Englisch. Ich bin ausgebildet in Englisch unterrichten. Und ich mache ja alles zweisprachig. Darum, schau, kannst du mich auch im Klassenzimmer buchen. Ich bin geeignet für Zweit- bis Drittklässler. Wir tun auf Englisch und auf Deutsch. Wir nennen es eigentlich Swinglish. One, two, three, four, five. Und Schultern, Knie und Zehen, Knie und Zehen und Augen, Ohren, Nase und Maul. Und wir machen es auf Swinglish. Das heisst ab und zu auf Deutsch und dann wieder auf Englisch. Kopf, Schulter, Knie und Zehen, Knie und Zehen. You know what? I know that song in English. But du kannst das auch like this. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stand your feet. Ich komme gern an eine Geburtstagsparty, an ein Konzert. Wenn du so auch einen Schauspieler brauchst oder einen Klon für dein Konzert oder an deine Platte taufe als Unterstützung, komme ich alles gerne dazu. Hm? Happy Birthday, Thomas. Happy. Drum weint ja eine Träne in mein Taschentuch. Dann klingelt's an der Tür. Na nun, Besuch nach hoch, Aurelia, kommst du her? Draußen steht Aurelia mit einem Blumenstrauß. Sie schenkt ihm den Sam. Und das Liedchen, das ist. Aus! Das war der Tag, der gefühlt aber ja. Da bewegt sich was. Wow, da kommt noch was. Mein persönlicher Hobby ist Radio Küken Schweiz. Das ist ein Kinderradio, das 24 Stunden im Tag, 7 Tage der Woche, Kindermusik spielt von der ganzen Welt. Und am Mittwochnachmittag mache ich eine Live-Sendung, das heisst Sam's Show. Zusätzlich bin ich auch noch selbstverständlich der Botschafter für ganz viele, ganz gute Organisationen, die Sachen für Kinder machen. Das Leben als Kind sollte doch einfach Spass machen.
Kinder müssen können lachen, singen und tanzen. Hast du gewusst, es gibt hunderte von Kindern zwischen Zürich und Zürich, die einfach allein auf der Gasse umeinander irren. Sie wissen nicht, was essen. Sie wissen nicht, wo schlafen. Und vor allem wissen sie nicht, wo die Mami und der Papi gerade sind. Leben sie oder sind sie echt tot? Die Kinder sind in Not und darum Herz und Licht. Helfet diesen Kindern. Yeah. Es ist wie es ist und doch ganz anders. Jeder wie er ist jeder anders. Alle sind gleich und doch ganz anders. Es ist gut wie es ist, wie jeder besonders ist. Das ist noch mehr so cool. Wir füllen jetzt den Kübel miteinander. Danke vielmals. Doris, du etwas der Petit Suisse schenken. Danke, Doris. Bravo, Petit Suisse. Bravo, Petit Suisse, genau. Schau mal. Wow, so lässig. Danke, Doris. Ich bin frei, zum mich selber. Da habe ich noch im YouTube weitere Sendungen wie Sam the Fan, Sam unterwegs und dann Nursery Rhymes. Alles Sachen auf Englisch und Deutsch zum Lernen. Sam, für die heutige Sam. Smiley, and I've just had an idea for a brand new show. Today, I'm going down under for my Sam the Fan episode number 2. Sam, wach werden, es ist fertig Schule, kannst aufwachen. Von dem bin ich schon lange Fan, aber jetzt, der Sam ist jetzt ein richtiger Fan von dem. Well, anyway, she speaks for herself and she's such a star. So, jetzt bin ich genug klein, um die ganze Sendung zuzuschauen, ohne zu stören. Heute geht es nämlich um... Hoi zusammen, ich bin wieder mal unterwegs, Gang in Ausgang. Weißt du, wo ich hingehe? Jo, Papi, was machst du da heute? An ein Konzert komme ich mit meinem Sohn. Was läuft denn heute für ein Konzert? Das ist jetzt eine gute Frage, wie heissen die? Hey, jetzt bin ich da, unglaublich, auf dem Marktplatz im Detmold. So, Papas unter sich, was macht ihr da eigentlich? Wir lästern über unsere Frauen. Ha. Überlegen, wo unsere Kinder sind und was sie gerade anstellen. Du, was läuft heute Nachmittag da? Da läuft... Schweizerdeutsch. Auf Schweizerdeutsch. Schweizer... Kannst du Kuchenkästli sagen? Kuchenkästli. Wer bist denn du eigentlich? So zwei verirrten Touristen. Schau mal, das sind verirrte Touristen. Sie kommen. Hey, schau mal. Hey, endlich habe ich mich gefunden. Hey, hoi zusammen. Zusammen, jetzt bin ich da. Und ich freue mich so richtig. Sam Smiler unterwegs. Diddle, the cat and the fiddle. The cow jumped over the moon. Fly away, Peter. Fly away, Paul. Come back, Peter. Come back, Paul. Das Video hat dir Spass gemacht. Ich werde mega dankbar, wenn du jetzt willst abonnieren, liken und das Glöckchen drücken, damit du immer weißt, wenn die neuesten Videos von mir kommen. Und hey, immer da denken. Unterstützt eure lokalen Kindermusiker, weil sie brauchen euch. Ja, auf jeden Fall. Tschüss! Ich hab dich gern!